Hallo Leute, da sind wir wieder. Willkommen in Assassin's Creed Origins im alten Ägypten. Und bevor ich es vergesse, sonst vergesse ich das immer und sage es immer erst ganz am Ende. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch die Folge gefällt. Ich würde mich natürlich auch über einen Kommentar freuen. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Denn ich bin ja auf Abonnentensammlung sozusagen, um die Monetarisierungsoption wieder zu ermöglichen in Kürze, hoffe ich, mehr oder weniger in Kürze. Also wäre ich euch super dankbar für ein Abonnement. So, aber jetzt geht's weiter. Aya, die Klinge der Göttin. Und wir sollen mit Aya reden, die hier mit diesem Kerl sich anlegt oder diskutiert. Man hört noch nicht, worüber die reden. Schade. Also das ist jetzt mal interessant. Das ist sehr hitzig, glaube ich. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe. Nehmen wir die Kopf der Königin auf eine Lanze? Nein? Okay, na gut. Z. So, los geht's. Wir reisen nach Alexandria. Ah. Mittelmeerküste, 48 vor unserer Zeit. Ach, er hier. Den kennen wir doch. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja. Sie ist die wahre Göttin. Dort. Siehst du das? Ah ja, zeigst du bald schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Ach, gibt es wieder eine Seeschlacht. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von Ihnen, uns zu besuchen! Dann heißen wir Sie willkommen, oder? Wärmstens! Mit einer flammenden Begrüßungskugel! Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit den Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört? Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten das war doch schon gar nicht so schlecht. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraten. Wo ist das andere Schiff? Da. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Wenden. Nur einen Hauch. Selbst ein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Bettschein! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Ptolomea! Verbrennt sie! Alala! Lasst die Pfeile fliegen! Lasst sie rennen! Ziel außer Reichweite? Wieso außer Reichweite? Volle Fahrt! Okay. Sehr gut gemacht. Das Seefahren liegt dir im Blut. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle.
Damastes, bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Wir rammen sie. Erhöht das Tempo. Erhöht die Schlacht. Noch mehr vom Ptolemaios-Schiffen. Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Ich sehe keine Schiffe. Warum sollen wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Rays Pfeile spüren. Schöne ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala! Alala! Die Flotte erwartet Befehle, Euer! Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen! Die Flotte erwartet Befehle! Ein Zeichen! Und es wird... Greift an, ihr Faulpilze! So. Gut, eins haben wir. Jetzt machen wir erstmal das da. So. Wo haben wir dann eins? Eins nur noch? Mehr Tempo! Das hat gesessen! Mehr Geschwindigkeit! Schneller! Nee, hab ich nicht vor. Zu gleich, Jungs! Können wir rückwärts fahren? Bereit zu Feuer! Feuer! So. Na, das ging doch ganz gut. War gar nicht so schwer. Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Zwei Schiffe versenkt. Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit drei gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlt. Und teuer, weil Zeus eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Oktere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Komm hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige! Öffnet den Himmel! Okay, und lasst irgendeine Scheiße um auf uns regnen! Ein Biest muss noch erlegt werden! Mehr Geschwindigkeit! Feuer! Schneller! Wow. Ich glaube, wir sind fast tot. Irgendwie war es nicht sinnvoll, sich zuerst mit dem großen Schiff anzulegen. Normale Fahrt! Gleich die Schlagzahl! Schneller! Schneller! Ja, sind wir draufgegangen. Das müssen wir nochmal machen. Wir hätten uns nicht mit dem Großen anlegen sollen. Das war unser Fehler. Da haben wir am Anfang viel zu viel Schaden genommen. Und hatten dann zwei Schiffe versenkt. Keine Chance mehr. Ptolemaios! Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit drei gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer, weil Zeus eiern.
Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken! Da machst du es! Gib den Befehl! Erhöht die Schlagzahl! Ja, mein Kapitän! Alala! Sie schicken eine Orkere! Eine schwimmende Stadt! Verdammt! Wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon! Ersticken sollst du an diesem alten Fisch! Kopf hoch, alter Mann! Beleidige die Götter nicht ohne Grund! Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. So. Ein Biest muss noch erlegt werden. Ja. Nein. Weiter geht's. Erhöht das Tempo. Deckung. Hä? Wo ist denn dieses große Ding da? Wow. Boah. Hier so ein bisschen schneller fahren. Wir werden da kein Ding. Nicht gut. Abkommen. Okay. Warte mal kurz. Wo sind die Schiffe denn? So. Wir werden angegriffen! Feuer! Erhöht die Schlagzahl! Mehr Tempo! Deckung! Mehr Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Oder schneller! Volle Fahrt! Wir werden angegriffen! So, da ist noch ein Schiff. Erhöht das Tempo! Feuer! Mehr Tempo! Gut. So, ich sehe gar nicht, von wo die kommen. Von der Großen. Okay. Gut. Rudert schneller! Boah, komm. Los. Und nochmal hier den. Nein, wieder Mann. So gefällt mir das. Boah, das war aber super eng. Die Götter haben Humor, ja. Damals, als ich dich traf. Sorry, Leute, ich bin mehrmals auf die Windows-Taste gekommen statt auf Alt. Bayek, schon war ich immer ein raus. Glücklicher Magi. Aber allerdings das muss ich dann zusammen. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut mir leid, Leute. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Aber ganz so. Und gar nicht, ganz und gar nicht. Mein Blut fließt mehr. Aber boah, das Schiff ist fast draufgegangen. In der Hitze des Gefechts. Bei Zeus. So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Okay.
Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen. Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Aja. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Schilfboot und bei Brandpfeilen. Da schießt ja keiner zurück. Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Okay. Müssen wir jetzt kämpfen oder fliehen? Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Wird Siva jetzt zur Ruhe kommen? Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Die Klinge der Göttin. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Ist Kleopatra da drin? Ist die Königin wohl auf? Alles gut. Alles gut. Warte mal kurz. Wer sind wir? Kann man sie da drin sehen? Nö. Von hier oben reingucken? Nö. Kann man nicht. Schade. Ich übernehme das Reden. Liefere Kleopatra ab. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philaketei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Gäste-Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13. Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philaketei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Müssen wir denn hier hin? Trete zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Gäste, Legionär, rühren! Wir bleiben im Palast, bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste Pompeius sterben. Okay. Überraschung. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht.
Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Perfekt gestylt kommt sie aus dem Teppich. Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Betonung liegt auf anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Okay, so. Zu Ende? Die Folge? Oder? Also, was heißt die Folge? Die Quest? Mal gucken. Oh, hallo. Okay. Aie, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Okay, erreiche den Eingang zum Grab. Ah ja, die Klinge der Göttin. Ich glaube fast, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich denke, das wird etwas länger werden, nachdem der gute Cäsar... Ach, da kommt er schon. Hallo. Können wir mit dem jetzt kämpfen? Reden? Und wir können es ihm in den Weg stellen. Dump. Dump. Na, komm her, Cäsar. Komm. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Er hier immer noch mit seinem Riesenspeer. Doppelt so groß wie er, aber ja... Was steht ihm da? Ach so, ich dachte gerade, die Haare stehen zu Berge, aber so sind es die Haare, so ist es der Bogen. Ist es irgendwas zu bedeuten, dass er einen Skorpion auf dem Schild hat? Wartet mal kurz. Müssen wir nicht noch? Ja. Okay, ich kann nichts anderes machen gerade. Gut, naja. Jedenfalls machen wir dann nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über ein Abo freuen, über ein Like, auch über einen Kommentar. Und bis dann.